Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es wieder um 5 Uhren aus Deutschland, das heißt 5 Uhren von 5 unterschiedlichen deutschen Uhrenmarken, von denen jede einzelne mehr als 10.000 Euro kostet, und habe aus diesem Segment, was zugegebenermaßen ein relativ enges Segment ist, meine Lieblingsuhren herausgesucht, mit der Einschränkung, dass ich die ganz offensichtliche Marke A. Lange & Söhne außen vor gelassen habe, weil zum einen habe ich die Marke schon oft erwähnt, zum anderen könnte man von der Marke beinahe jede Uhr nehmen und das wäre viel zu einfach. Die zweite Uhr, die ich ganz bewusst ausgeklammert habe, ist meine heimliche Grail Watch, die Glashütte Original 70s Chronograph mit dem Panoramadatum am Stahlband und dem blauen Ziffernblatt. Die habe ich schon oft erwähnt, immer mal wieder gezeigt. Das würde bestimmt langsam langweilig. Das heißt, ich habe mich auf 5 andere Uhren konzentriert und ich denke, es ist vielleicht die ein oder andere Überraschung dabei und vielleicht auch die ein oder andere Marke, die ihr so bzw. nicht so, wie ich sie präsentiere, erwartet habt. Fangen wir doch direkt mit der ersten Uhr an. Bei meiner ersten Uhr handelt es sich um ein Modell aus dem Hause Lehmann, und zwar die Intertemporal Dual Time mit dem 18 Karat Rotgold Gehäuse. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm, eine Höhe von 13 mm, ein entspiegeltes Saphirglas und einen entsprechenden Saphirglas Sichtboden. Die Krone ist wie bei allen Lehmann-Modellen auf Druck versenkbar. Das heißt, man sieht sie bei versenkter Krone so gut wie nicht. Bei geöffneter Krone durch Druck wird sie dann entsprechend ausgefahren, lässt sie sich hervorragend bedienen. Das Gehäuse besteht, wie gesagt, aus 18 Karat Rotgold und die Uhr ist bis 50 Meter, sprich 5 Bar wasserdicht. Es gibt optional eine Diamantlünette, das Ziffernblatt hat einen Sonnenschliff und das Band ist ein Alligatorenlederband und der Rotor ist, wie bei Lehmann üblich, ein Saphirglasrotor. Die Uhr kostet gemäß Liste 23.250 Euro. Lehmann ist eine aus meiner Sicht sehr besondere Uhrenmarke, denn ursprünglich stand nicht die Uhrenmarke und das Uhrenmachen im Vordergrund, sondern es stand ursprünglich das Herstellen von Fräs- und Präzisionsgeräten im Vordergrund. Und das ist auch die Muttergesellschaft. Das Stammhaus ist Lehmann Präzision und alle Uhren, die von der Uhrenmarke Lehmann präsentiert werden, werden auch auf Lehmann-Maschinen hergestellt. Entweder im Hause selber oder aber zugekauft von Dritten, aber hergestellt auf eigenen Maschinen. Sehr prägnant für Lehmann ist die spezielle Gehäuseform mit den geschlossenen, also quasi U-förmigen Bandanstößen, sodass man noch eine Verbindung zwischen den Hörnern über dem Band hat, das Band aber dazwischen sehen kann. Eine sehr spezielle Anstoßform von Lehmann. Das macht die Uhr über die Hörner relativ lang und relativ präsent, ist aber sehr einzigartig und wirklich ein absolutes Herausstellungsmerkmal. Diese Hörner sind etwas gebogen, sodass sich trotz der relativen Länge die Uhr, so habe ich es mir sagen lassen, ich habe dort einmal angerufen, sich sehr bequem auch um schmalere Handgelenke schmiegt, aber es bleibt doch ein relativ großes, starres Stück. Ich finde es immer schön, wenn sich Unternehmen etwas Neues einfallen lassen und nicht nur auf Altbewährtes setzen. Lehmann passt ja wunderbar rein, insbesondere mit dem Anspruch, möglichst viel der Fertigung in Bezug zum eigenen Hause zu setzen, sei es in der Eigenfertigung oder zumindest in der Fertigung auf Maschinen hergestellt vom Mutterhaus. Gefällt mir sehr gut. Die zweite Uhr, die ich euch zeigen möchte, kommt aus dem Hause Sinn. Und zwar ist es die Meisterbund in Weißgold. Die Meisterbund in Weißgold hat einen Durchmesser von 40 mm,
hat ein entspiegeltes Saphirglas und ist wasserdicht bis 10 Bar, entsprechend 100 Meter. Die Uhr kostet gemäß Liste 14.500 Euro und ist damit die in Anführungsstrichen billigste Uhr in dieser Zusammenstellung. Ich finde sie insofern sehr interessant, als sie mit 10 Bar auf der eindeutig alltagstauglicheren Seite meiner Zusammenstellung ist. Wobei ich mir immer die Frage stelle, wer geht mit einer Uhr für 10, 12, 13 oder auch 30, 40, 50.000 Euro wirklich schwimmen? Wer macht damit wirklich Sport? Braucht man diese Wasserdichtigkeit in dieser Klasse wirklich? Ich für mich kann die Frage ziemlich eindeutig beantworten. In der Preisklasse würde ich es nicht brauchen. Diese Uhr kann es und das finde ich absolut super. Die Uhr hat das D3-System, das heißt, die Kronen sind dreifach oder die Krone ist dreifach abdichtend. Die Uhr ist 9,3 mm hoch und damit auch angenehm flach. Das Werk ist wunderschön verziert, sieht auch von der Rückseite super aus. Und es handelt sich hierbei um das veredelte Handaufzugskaliber UWD 33.1. Die Uhr ist limitiert auf 55 Stück. In dieser Zusammenstellung zeige ich euch übrigens nur Uhren, die in einer Mindestauflage von 50 Stück gemacht werden, weil Einzelstücke, Sonderanfertigungen, kundenindividuelle Umbauten sind zwar schön zu zeigen, aber keine Uhren, die man mit etwas Glück und zumindest in der Theorie käuflich erwerben kann. Es sollen schon Uhren sein, die eine gewisse Verfügbarkeit haben. Und eine Auflage von 50 Stück ist zwar knapp, aber in dieser Preisregion vielleicht trotzdem eine Uhr, an die man, auch wenn sie ausverkauft ist, mit ein bisschen Suchen kommen könnte. Deshalb ist das so meine untere Grenze. 50 Stück sollten es schon sein. Das Gehäuse bei der Sinn ist aus 18 Karat Weißgold. Verbaut ist ein fliegendes Federhaus. Und die Uhr ist selbstverständlich unterdrucksicher. Gebaut wurde das Gehäuse von der SUG, an der Sinn beteiligt ist. Insgesamt eine Uhr, die ich wirklich klasse finde und bei der mich auch die wirklich klassische Anmutung der Uhr nicht so sehr stört, wie mich das vielleicht bei anderen Uhren stören könnten. Ihr wisst, ich bin nicht so sehr der Dressuhrentyp, aber bei der Uhr hier, klasse, gefällt mir einfach super. Bei der dritten Uhr, die ich euch zeige, gehen wir wieder zurück nach Sachsen. Und zwar handelt es sich um die Lang und Heine Modell Georg in der Platin-Ausführung. Eine richtig, richtig tolle Uhr, die mir unglaublich gut gefällt. Gangreserve von 55 Stunden. Ein Preis, den ich nicht so leicht rausfinden konnte, weil Lang und Heine auf der Webseite keine Preise veröffentlicht. Ich habe also viel recherchiert und die Preise, die ich gefunden habe, sind durchaus schon ein kleines bisschen älter, aber sie geben schon mal eine Richtung vor. Ich glaube, der Preis, den ich jetzt hier habe, ist von 2018 oder 2019. Die Roségold-Version am schwarzen Alligatorband kostete damals 32.920 Euro und die von mir ausgesuchte Version in Platin am blauen Band kostete 43.980 Euro. Ein besonderes Kennzeichen von Lang und Heine ist der Bandanstoß mit drei Hörnern, haben alle Uhren, ist sehr markant und damit ein absolutes Alleinstellungs- und Erkennungsmerkmal, hat aber auch den Nachteil, dass man entweder jedes Band nachstanzen muss oder auf die Bänder des Herstellers angewiesen ist. Eine Sache, die ich persönlich eigentlich gar nicht so gerne mag. Wenn es aber dazu führt, dass die Uhr einen dermaßen hohen Wiedererkennungswert hat, hat das natürlich auch seinen Charme, gestehe ich ganz offen zu. Lang und Heine ist eine Manufaktur, die wirklich in vieler Hinsicht sehr außergewöhnlich ist, weil sie ganz viel tatsächlich noch selber macht. So werden zum Beispiel die Schrauben von Hand bei Lang und Heine gemacht. Und das ist so aufwendig, dass nur 12 bis 15 Schrauben produziert werden pro Tag. Das zeigt, glaube ich, zum einen, wie limitiert die Gesamtauflage ist und zum anderen,
wie unglaublich hochwertig die Uhren sein können, wenn es entsprechend gut gemacht ist und wie groß die Fertigungstiefe ist. Ich gehe davon aus, das ist pro Person und nicht die Gesamtherstellung. Dazu kommt, dass Lang und Heine vor einiger Zeit dazu übergegangen ist, genau genommen seit 2016, das Uhrwerk aus Roségold zu machen. Die Radblätter sind seit 2016 bei jeder Uhr in hartem Roségold gefertigt, damit die Uhr präzise bei kleinstmöglicher Reibung läuft. Das ist eine Aussage von Lang und Heine, wobei ich ehrlich gesagt nicht genau nachvollziehen kann, warum hartes Roségold weniger Reibung hat als Stahl, weil Gold gilt ja allgemein als ein weiches Metall. Das kann ich nicht nachvollziehen. Interessant finde ich es trotzdem, dass Lang hier ganz offensichtlich einen eigenen Weg geht und auch andere Materialien verbaut, die im Einkauf teurer sind. Ebenso hat Lang und Heine einen neuen Anker entwickelt. Eine Wespe hier. Weg. Der Lang und Heine Moustache-Anker, ein neuer Anker mit einem zweischenkligen Gegengewicht, der die Ganggenauigkeit und die Laufruhe verbessern soll. Alles das finde ich wirklich klasse. Das Werk, wie ich euch gezeigt habe, ist ein unglaublicher Hingucker. Wunderschön, richtig klasse, außergewöhnlich. Mir gehen hier gerade etwas die Superlativen aus. Ich finde es wirklich absolut mega gelungen. Die Uhr hat eine Breite von 31 mm, eine Länge von, ich glaube, 38 oder 40 mm, also sehr gut tragbar, auch an schmalen Handgelenken. Wirklich schön gemacht über Leuchtmasse, Wasserdichtigkeit. Da schweige ich mich bei dieser Uhr einfach einmal aus, weil es bei der Uhr und dem Preis für mich nicht die Bohne einer Rolle spielt. Die vierte Uhr in meiner heutigen Zusammenstellung ist eine Uhr aus dem Hause Junghans. Ja, ihr habt richtig gehört, aus dem Hause Junghans. Und zwar handelt es sich um die Junghans 1972 Competition Edition. 1972 deshalb, weil Junghans im Jahre 1972 der offizielle Zeitmesser bei den Olympischen Spielen war und daran soll diese Reihe erinnern. Bei der 1972 Competition Edition handelt es sich um ein spezielles Modell beziehungsweise bei der Competition Edition um eine besondere Reihe, denn hier sind die Gehäuse aus Weißgold. Die hier gezeigte Uhr kostet 16.972 Euro und wird ab Juli 22 verfügbar sein. Die Uhr hat einen Durchmesser von 3 zu 9 von 45,5 und von 6 zu 12 von 41 mm und ist bis 100 Meter wasserdicht. Diese Uhr gibt es auch als Stahlmodell. Das ist dann nicht limitiert und kostet 2.390 Euro. Das heißt, diese Uhr fällt insofern ein klein wenig aus dem Rahmen, weil es hier auch ein Modell im Mittelklasse-Preissegment gibt. Die hier gezeigte, wie gesagt, ist aus Weißgold, kostet 16.972 Euro und ist auf 50 Stück limitiert. Verbaut ist ein Werk, was auf dem Sellita SW 500 basiert, von Junghans aber in mehrfacher Hinsicht aufgewertet wurde mit Rhodiumplatinierung, Perlierung, Streifenschliff und anderen Sachen ist das Werk aufgewertet worden. Aber das ist hier nicht der Kernpreistreiber, sondern das Gehäusematerial und die strenge Limitierung. Eine Uhr, die ich extrem reizvoll finde, sowohl in der Farbgestaltung als auch der Form und natürlich insbesondere der Bullhead-Anordnung der Drücker, die an eine Stoppuhr erinnert und somit eine wunderschöne Brücke schlägt zu der offiziellen Zeitmessung bei den Olympischen Spielen 1972. Eine rundum gelungene Uhr in der Stahlversion könnte sie mich vielleicht tatsächlich reizen. Die letzte Uhr in meiner Zusammenstellung ist vielleicht eine Überraschung, denn das ist eine Uhr, die wahrscheinlich keiner von euch bei mir so erwartet hat. Und zwar handelt es sich um die Nomos Lux Zobel. Ich mag diese Taxidou-Farbgestaltung bei Uhren. Taxidou einfach wegen des Kleidungsstücks, an das die Farbgebung bei diesen Uhren erinnert.
Hier ist der Hintergrund nicht ganz schwarz, sondern ganz tief auberginefarbig. Trotzdem erinnert es ein bisschen an die Taxidu-Farbzusammenstellung. Der Preis der Uhr liegt bei 13.800 Euro. Damit muss ich mich korrigieren. Das ist die billigste Uhr in meiner Zusammenstellung, nicht die gezeigte Sinn. Die war quasi nur die zweitbilligste, günstigste, preiswerteste Uhr. Die Uhr ist gefertigt aus einem Gehäuse aus massivem Gold mit einem Nomos Inhouse-Kaliber und gibt es in vielen verschiedenen Farbrichtungen. Mir gefällt das wirklich richtig gut und sollte ich jemals einen Dresser wirklich regelmäßig tragen, dann wird es wahrscheinlich eine Uhr mit einer Taxidu-Farbgestaltung, das heißt helles inneres Teil des Blattes und außen einen dunklen, schwarzen, dunkelbraunen Farbring. Ist eine Anspielung auf den Stil der 50er Jahre, gefällt mir wirklich irrsinnig gut. Und ich bin nicht der riesen Nomos-Fan, das wisst ihr, aber diese Uhr finde ich ausgesprochen gelungen, eben auch, weil sie nicht die ganz typische Nomos ist und weil sie, was die Farbgestaltung und das Design betrifft, doch in ein verstecktes und selten von mir angesprochenes Beuteschema fällt. Ja, mich würde irrsinnig interessieren, was eure Top 5 Uhren über 10.000 Euro wären. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bleibt auf jeden Fall gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.